Weg zum Flughafen und fliegen heute nach Darjeeling. Das sieht so schön sauber aus hier, das ist gar nicht zu fassen. Wir sind jetzt in Delhi auf dem Flughafen und haben jetzt aber noch 2 Stunden Zeit, 2 Stunden, bis unser Flug nach Bagdogra geht. Und ja, da hoffen wir, da auch eine schöne Zeit zu haben. Jetzt suchen wir hier noch einen Geldautomaten und dann checken wir so langsam. Eingecheckt haben wir schon, dann gehen wir so langsam zum Gate. Benedetto der Elefantenzähmer. Sämtliche Kontrollen haben wir passiert. Jetzt geht es ganz entspannt zum Gate. Wir haben noch über eine Stunde Zeit. Ja, weil wir so alt und gebrechlich aussehen, werden wir hier sogar gefahren. Ein sehr schöner Flughafen hier. Wollen relax liegen. Gerade hergefahren und der wollte nicht mal was dafür haben. Da drüben ist unser Gate, aber das ist jetzt glaube ich noch ein anderer Flug. Wir haben noch 1¾ Stunden sogar Zeit. So, wir sind am Flughafen in Delhi und wir müssen noch 1½ Stunde warten. Ein super moderner Flughafen und auch noch hübsch angelegt. Unser zweiten Gate gibt es saubere Toiletten, Trinkwasser. Und wunderbare Liegen. Hier kann man sie so richtig, kann man übernachten hier. Da steht unser Flieger. Gleich geht's los. Irgendwie sitzen wir immer über dem Flügel. Egal wo. Und das Ding hat nur 2 Flügel, aber immer sitzen wir über dem Flügel. Jetzt verlassen wir Delhi und Nordindien und fliegen nach Bagdogra, was in Westbengalen liegt. 2 Stunden im Flug setzen wir jetzt zur Landung an. Hier sieht es sehr schön grün aus. Auch ein bisschen riesig, aber die Sonne scheint scheinbar. Aber kein blauer Himmel. Bagdogra ist der Flughafen ziemlich klein. Aber wir sind jetzt auf dem Nationalen hier. Und wir sind noch die einzelnen Europäer. Ich glaube, so viele Europäer reisen gar nicht mehr. Also wir sind jetzt gut gelandet, gut angekommen, haben unser Gepäck. Und die haben uns am Flughafen gesagt, es fährt jetzt kein Bus mehr und keine Bahn. Also müssen wir ein Taxi nehmen, aber der Preis ist okay, 2.100, ungefähr 30 Euro für 2 Stunden Fahrt circa. Aber der bringt uns auch direkt bis zum Hotel, also machen wir es uns mal ganz bequem. Kein Auto, mit dem wir jetzt fahren. 2½ bis 3 Stunden brauchen wir wohl sogar. Geht jetzt nach Darjeeling. So, dann werden wir mal sehen, was uns hier erwartet. Hier sieht genauso dreckig aus wie in Delhi. Hier ist ein Teegarten. Davon gibt es ja hier sehr viele. Und da sehen wir schon die Berge. Sehr kurvig und zum Teil auch steil. Ganz seltsam mit Licht. So gelblich sieht das alles aus. Also es ist schon riesig, aber trotzdem, das Licht sieht komisch aus. Das Wetter wieder noch nicht mit. So ganz. Eine Bahn, mit der wir gerne fahren wollen. Drüben sehen wir Koh Song. Das ist 4600 Fuß hoch. Wahnsinn. Da wohnen die Leute und da fährt die Bahn. Leider ist alles vernebelt. Das sind enge Straßen hier, ganz eng. Wenn da noch die Bahn langfährt, na toll. Da sind die Bahnschienen und dahinter sind die Läden. Wahnsinn. Wenn die Bahn kommen, müssen die erstmal ihr Gemüse wegräumen. Die Buri fährt also auch im Bus. Auch ein größerer Ort. Verkehr hier und man kommt nur sehr, sehr langsam vorwärts. Hier oben liegt 7400 Fuß hoch und hier ist die Bahnstation gewesen. Also hier fahren dann so mehrere Züge. Da kommt ein wenig raus. Hier gucken wir jetzt auf Darjeeling. In knapp 3 Stunden nähern wir uns jetzt dem Ziel. Riesengroße Stadt ist das. Über 2000 Meter sind wir jetzt hoch.
Und das ist schon ganz schön frisch, ja. Man sieht auch, die Leute haben alle Jacken an. Keiner mehr in Flipflops. Oder weniger. Okay. Unser Hotel ist ein bisschen außerhalb der City. Hier ist die Eisenbahnstation. Und wir wohnen auch ein bisschen außerhalb der Stadt. In die Stadt müssen wir ungefähr eine halbe Stunde laufen. Na, das ist okay für uns. Haben uns halt sowieso zu wenig bewegt. Das Zimmer ist ziemlich klein und vor allen Dingen kalt. Es gibt auch keine Heizung. Wir müssen erst mal fragen, wo wir unsere Sachen waschen können. Man hier natürlich als erstes in der Reling Tee trinken tut man. Und Benedetto isst ein Süppchen. Eine Nudelsuppe. Und für morgen früh um 4 haben wir schon den Sonnenaufgang gebucht. Wir hoffen, dass die Sonne noch ausgeht. Also wir fahren morgen zum Tiger Hill. Morgen früh um 4 geht's los. Wir gehen noch ein bisschen raus. Es wird zwar schon dunkel, aber ist egal. Wir können mit dem Taxi hier zurückfahren. Wir besteigen jetzt den Himalaya. So fühlt es sich jedenfalls an. Ach, mir kommt es wirklich so vor, als wenn wir den Himalaya bestiegen werden. Es war so steil hier rauf. Aber irgendwie müssen wir nach unten, weil die Bahn ist unten. Die Railway Station. Tibetische Kunst, viel gut. So Fußgängerzone und viele Geschäfte und kein Dreck. Schön. Es ist 7 Uhr. Wir stehen hier und warten auf unser Auto, was uns zum Tiger Hill bringen soll. Quatsch, es ist 7 Uhr, es sind 7 Grad und es ist 4 Uhr. Ja, und wir warten jetzt. Wir hoffen, dass der nur auch bald mal kommt. Jetzt war der Fahrer schon 2 Minuten zu spät, oder 5 Minuten, und jetzt haben wir noch eine Reifenpanne. Jetzt wechselt er hier erstmal den Reifen. Ich hoffe, wir sehen den Sonnenuntergang. Hier immer noch fest. Das ist wohl nicht der Reifen, das ist wohl irgendwas anderes, aber es kommt wohl ein Auto. Hier wird auch kein Warndreieck oder irgendwas aufgestellt. Hier wird einfach stehen geblieben und wenn jemand kommt, die hupen. Also die hupen drum gefahren. Jetzt sind wir wohl bald oben. Also wir haben gute Chancen, es noch zu schaffen. Das sind natürlich hunderte von Autos. Weil da guckt sich ja jeder an, wer hier ist. Das letzte Stückchen Maiwasser sollen sie ja nicht schaffen. Maui erinnert, auf Hawaii, wo wir das mit Kerstin und Bill und den Kindern erlebt haben. Von hier hat man jetzt auch mal einen Blick auf, ja, kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das da Jeling ist oder ob das Guam ist.
wolkig aus. Das ist Tiger Hill Sunrise Observatorium. Da ist richtig ein bisschen Volksfest draus gemacht, er ist geschmückt. Aber es ist hier oben der Bambuswächst, erstaunlich. Verkauft denn alles, jetzt steht nicht eine Mülltonne. Die Leute schmeißen ihre Sachen hier einfach. Naja, das muss man sich mal vorstellen. Nicht zu hierher, um schönen Sonnenaufgang zu sehen und Natur zu sehen. Und dann machen sie die Natur selber kaputt, indem sie den ganzen Müll irgendwo fallen lassen. Aber schuld ist natürlich auch die Regierung, weil hier steht nicht ein Mülleimer. Wir fahren die Automassen wieder nach unten. Und wir suchen unser Auto noch. Weil durch die Panne hat er uns ziemlich weit unten rausgelassen, weil hier Stau war. Hier nicht durch. Natürlich ist hier auch wieder ein Tempel. Von hier hatten wir auch noch einen tollen Blick. Unser Auto haben wir noch nicht gefunden. Das war ein schöner und lohnender Ausflug. Und unser Auto haben wir jetzt auch. Bildetto hat unser Auto gefunden. Von hier hatten wir einen tollen Blick auf Darjeeling. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es Darjeeling ist, glaube ich aber. Aber ich frage gleich nochmal. Und auf den Himalaya. Ja, es ist Darjeeling.